Herzlich willkommen zu den MaxTube News. Aktuell nehmen Schüler der Max-Eid-Schule an einem Workshop der Europäischen Akademie teil. Hierzu schalten wir direkt zu meinem Kollegen Harnisch. Hallo, Kollege Schäfer. Ich berichte heute von der Europäischen Akademie in Otzenhausen. Hier sind gerade Auszubildende aus dem Fremdsprachensekretariat und Schüler unseres beruflichen Gymnasiums, die eine Woche lang gemeinsam mit Schülern aus der Bretagne an europäischen Themen arbeiten. Unter der Überschrift Arbeiten in Europa – mobil, flexibel, grenzenlos entwickelten die deutschen und französischen Schüler gemeinsam eine Informationsmesse für Schüler aus dem saarländisch-französischen Grenzgebiet. Zu den Zielen der Kooperation zwischen der Max-Eid-Schule und der Europäischen Akademie Otzenhausen befragten wir die Tagungsleiterin Frau Stephanie Bruel. Die Europäische Akademie Otzenhausen führt seit nun über 10 Jahren eine sehr erfolgreiche Kooperation mit der Max-Eid-Schule. Jedes Jahr kommen immer ungefähr 30 Schüler der Max-Eid-Schule aus verschiedenen Berufssparten der Max-Eid-Schule für deutsch-französische Seminare hier an der Akademie und erleben hier vor Ort eine Woche lang eine echte interkulturelle Begegnung, treten aufeinander in Kontakt mit jungen Franzosen, Gleichaltrigen, die auch in der beruflichen Ausbildung sich befinden, leben gemeinsam eine Woche lang, erleben gemeinsam, was das heißt, mit Franzosen hier zu arbeiten, lernen auch Teamfähigkeit, lernen auch Kompromissfähigkeit und lernen auch, wie komme ich überhaupt in Kommunikation mit einer Nation, mit der ich, von der ich eigentlich die Sprache nicht kenne. In diesem Jahr lautete das Thema des pädagogischen Tages Lehrergesundheit. In Seminaren zu den Themen wie Achtsamkeit, Yoga oder Classroom Management lernten die Kolleginnen und Kollegen der Schule verschiedene Ansätze kennen, ihre Gesundheit dauerhaft zu bewahren. Auf dem ehemaligen Lehrerparkplatz sind die Bauarbeiten für die Erweiterungen des Werkstattgebäudes voll im Gang. Die neuen Räume werden unter anderem der Bundesfachklasse im Karosserie- und Fahrzeugbau zur Verfügung stehen. Was hat mein Essen mit dem Klimawandel zu tun? Dieser Frage ging die Klasse 10 BFSP im naturwissenschaftlichen Unterricht nach. Gemeinsam mit Dr. Jato vom Ausbildungszentrum für Natur- und Umweltschutz in Kirdorf wurde ein Projekttag zum Thema Klimaschutz im Unterricht durchgeführt. Hierbei ging es darum herauszufinden, welche Auswirkungen das eigene Ernährungsverhalten auf das Klima hat. Die Vorbereitungen für die Modenschau am 10. April sind voll im Gange. Mit Hochdruck führen die angehenden Maßschneiderinnen und die Textilklasse der Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung die letzten Vorbereitungen für die Modenschau durch. Die Modelle bekommen den letzten Schliff, das Bühnenbild ist fast fertig und die Choreografie auf dem Catwalk dürfte Heidi Klum sehr gefallen. Auch 2014 wird die Modenschau ein Highlight des Schuljahres an der Max-Eid-Schule sein. Auch in diesem Jahr trafen die Volleyball-Giganten der MES im Finale aufeinander. Das DATS-Team gegen Lehrer. Es war ein Finale auf hohem Niveau und der Ausgang war lange unklar. Schlussendlich gelang es dem Team Ariana aber doch in der Verlängerung, die Lehrermannschaft mit 26-24 Punkten zu schlagen und das diesjährige Volleyballturnier für sich zu entscheiden. Das waren die MaxTube News, das Wetter. Sahara-Staub statt Schneetreiben. Ostern kann kommen. Der aktuelle Grillindex liegt bei 95%. Wir wünschen frohe Ostern.